100% Mecklenburg-Vorpommern. 100% die beste Comedy für unser Land. Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call mit den neuesten Nachrichten, mit denen gar keine Sau gerechnet hat. Also ich will mich ja aus den großen Dingen dieser Politik und der Welt und auch des Showbusiness raushalten. Aber jetzt, was da passiert mit den Severino, da muss ich noch mal einmal gegen vorgehen. Also seien wir mal ehrlich, welche Möglichkeiten hat denn hier so ein Junge, der es nicht einfach gehabt hat, mit einem Migrationshintergrund überhaupt noch in das Berufsleben reinzugucken? Guck mal, so ein Ehrlicher wie ich hier aus dem Osten vom Dorf, da bietet sich gar nichts. Und außerdem heißt die Sendung ja auch Deutschland sucht den Schlawiner. Und dann haben die doch gemacht hier die vier Bewährungshelfer hier. Der eine Ältere, der Blonde, ihr wisst schon, mit den Lieder, die man eigentlich gar nicht mehr singen will. Die haben doch den Richtigen rausgefunden. Der muss doch mal unterstützt werden, ja? Und was hat der schon gemacht? Der ist bei Rentnern aufgetaucht und hat als Bankangestellter denen die EC-Karte eingezogen. Clever! Das hätte ich dem nicht zugetraut. Da hat er schon das gelernt, was man bei DSDS braucht. Nämlich etwas vorgeben, was man gar nicht realisieren kann. Und noch etwas, und dann bin ich mit dem Thema durch. Liebe Bauer Call Gemeinde, wenn wir im Fernsehen in Zukunft vorbestrafte Leute nicht mehr sehen wollen, wisst ihr was? Dann haben wir bald nur noch Testbild. Das sind alles Verbrecher. Aber mir fragt ja keiner. Hau rein und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss! Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick. 100% die beste Comedy für unser Land. 100% Mecklenburg-Vorpommern.